Es gibt zwei Arten von Menschen. Diejenigen, die Oliven lieben und diejenigen, die sie verabscheuen. Ist dir schon mal aufgefallen, dass Oliven immer verarbeitet angeboten werden und du nirgends frische kaufen kannst? Der Grund ist simpel. Frische Oliven schmecken so scheußlich, dass kein Geschäft sie verkaufen will. Ja wirklich, erst die Öle, Chemikalien und das Abfüllen machen sie genießbar. Offenbar sind viele Menschen trotzdem nicht überzeugt. Hast du bemerkt, dass Supermärkte keine Fenster haben? Dafür gibt es mehrere Gründe. Zunächst einmal sollst du so viel Zeit wie möglich im Geschäft verbringen und viel einkaufen. Dafür wird eine besondere Atmosphäre geschaffen und du wirst von der Außenwelt abgeschottet. Du siehst nicht, ob es schon dunkel wird oder regnet und verlierst dein Zeitgefühl. Das ist so wie in einem Casino. Aber es gibt weitere Gründe. Fenster reduzieren beispielsweise die verfügbare Stellfläche für Regale. Außerdem schadet direktes Sonnenlicht vielen Produkten und lässt die Etiketten ausbleichen. Wusstest du, dass H&M, der Name des bekannten Textilhandelsunternehmens, eine Abkürzung für Hennes und Mauritz ist? Die schwedische Firma verkaufte ursprünglich nur Damenbekleidung. Daher Hennes, was auf Schwedisch für sie heißt. Mauritz Witfors war ein Jagdmodegeschäft, welches von Hennes aufgekauft wurde. Das Angebot erweiterte sich damit um Herrenbekleidung und der Name wurde in Hennes und Mauritz oder wie wir es kennen, H&M geändert. Noch ein Wort zum Marketing. Ich wette, wann immer ihr Orangen kauft, stecken sie in einem roten Netz. Man findet sie selten ohne. Auch das hat einen Grund. Die Farbe des Netzes ist kein Zufall. In einem roten Netz erscheint das Orange der Früchte kräftiger und sie wirken frischer und ansprechender. Zitronen werden aus demselben Grund in grünen Netzen angeboten. Würde man sie in roten Netzen verpacken, würden sie eher orange aussehen. Durch das Grün wirkt das Gelb der Zitrone strahlender. Es gibt so viele Dinge auf der Welt, die ich nicht verstehe. Dazu gehört, warum Schokoriegel wie Mars oder Snickers unten dieses Muster haben. Offenbar entsteht es, wer hätte es gedacht, während des Herstellungsprozesses. Bei der Produktion reisen die Schokoriegel durch die Überziehanlage. Hier werden sie mit geschmolzener Schokolade übergossen und anschließend auf die passende Temperatur gebracht, dass der Überzug erstarrt. Das Muster entsteht nun durch das Gitter, auf dem der Riegel liegt. Die überschüssige Schokolade fließt ab und das Muster des Gitters prägt sich in den Schokoriegel. Vielleicht hast du schon mal gesehen, dass alte Schokolade eine weiße Schicht auf der Oberfläche bildet. Mit der Zeit treten flüssige Fette, die in der Schokolade enthalten sind, beispielsweise Kakaobutter, aus der Masse aus und kristallisieren an der Oberfläche. Dieses weiße Puder wird als fettreif bezeichnet. Er ist völlig harmlos. Aber wenn du die Schokolade jetzt nicht mehr essen willst, kannst du sie gerne mir geben. Lolli-Stiele haben aus gutem Grund ein viereckiges Loch an einer Seite. Wenn die Zuckermasse in Form gegossen wird, fließt sie auch in das Loch und erstarrt dort. Auf diese Weise hält der Lolli am Stiel und fällt nicht so leicht ab. Die Farbe des Eigelbs kann von einem blassen Gelb bis zu einem satten Orange variieren. Aber wie kommt das? Nein, die Hühnerrasse hat damit nichts zu tun. Sie beeinflusst lediglich die Farbe der Eierschale. Die Farbe des Eigelbs hingegen ist von der Ernährung des Huhns abhängig. Je mehr entsprechende Pigmente enthalten sind, desto dunkler wird das Eigelb. Den Nährwert beeinträchtigt das allerdings nicht. Da wir gerade von Bauernhöfen sprechen, sieh dir diese Stelle an. Was haben sie gemeinsam? Ja, sie sind rot. Das scheint ein Trend zu sein. Bevor es eine schier endlose Auswahl an Farben gab, mischten die Bauern ihre Farben noch selbst. Damals strichen sie ihre Gebäude mit Leinöl. Das ist orange. Außerdem fügten sie Milch, Kalk und Rost hinzu. Rost war verfügbar und praktisch, da er Moos- und Pilzwachstum hemmt. Diese Mischung ergab dann einen roten Farbton. Heutzutage wird diese Tradition vielerorts fortgesetzt. Vielleicht hast du schon mal diese kleinen Gummihaare an Auto- oder Fahrradreifen gesehen. Dienen sie einem Zweck? Nein, sie entstehen bei der Herstellung. Gummi und Kohlenstoff werden gemischt und in eine Form gegossen. Unter Luftdruck wird die Masse in der Form verteilt. Für einen guten Reifen muss der Gummi schön gleichmäßig sein. Dass sich zwischen Form und Gummi keine Blasen bilden, haben die Formen winzige Löcher, durch die Luft entweichen kann. In diese Löcher rutscht auch etwas Gummi. Ist der Reifen fertig, hat er dann diese kleinen Haare. Doch niemand macht sich die Mühe, sie zu entfernen. Das wäre auch überflüssig, da sie keineswegs stören. Die kleinen schwarzen Punkte auf Autoscheiben nennt man Fritte. Nein, die kann man nicht essen.
Sie rauen die Oberfläche des Glases an, dass der Klebstoff, mit dem die Scheibe im Rahmen befestigt wird, besser hält. Außerdem schützt dieses schwarze Material den Klebstoff und die Dichtung vor UV-Licht. Der schwarze Dichtstreifen erwärmt sich schneller als das transparente Glas. Diese kleinen schwarzen Punkte sorgen für einen besseren Temperaturausgleich. Busse haben aus gutem Grund ein großes Lenkrad. Ein Bus ist größer und viel schwerer als ein Auto. Daher ist es auch anstrengender, ihn zu wenden. Man benötigt schlichtweg mehr Kraft als bei einem Auto. Durch ein Lenkrad mit einem größeren Radius lässt sich das Fahrzeug einfacher und mit weniger Kraftaufwand lenken. LKWs haben aus demselben Grund ein großes Lenkrad. Die Sitze in Bussen sind oft quietschbunt. Der Grund ist ziemlich widerlich. Das knallige Muster soll Flecken kaschieren. Je bunter und wilder gemustert ein Stoff ist, desto schlechter erkennt man darauf Schmutz. Die Muster sind sogar extra hässlich, dass die Fahrgäste kaum Lust haben, es lange anzusehen, um am Ende doch noch einen Fleck zu entdecken. Also ja, das Muster soll dich tatsächlich dazu bringen, wegzusehen. Und solltest du doch hinsehen, tarnt es den Schmutz. Kann ich mal bitte ein lautes Igitt hören? Danke. Aus demselben Grund ist die Bettwäsche in Hotels blütenweiß. Die Farbe symbolisiert Reinheit und die hohen Standards des Hotels. Wir alle wissen, dass im Kühlschrank Licht brennt. Ich wette, auch du hast schon versucht, den Moment zu erwischen, in dem es ausgeht. Im Gefrierschrank hingegen gibt es kein Licht. Aber warum? Hauptsächlich liegt es daran, dass ein zusätzliches Licht die Kosten der Herstellung erhöht. Das mag nach einer Kleinigkeit klingen, aber es bedarf nicht nur einer Birne, sondern auch Kabel, Befestigung, Schalter und so weiter. Die Hersteller wollen natürlich so viel Geld wie möglich sparen. Außerdem kramt man ja auch nicht täglich im Gefrierfach herum. In älteren Geräten lagert sich zudem häufig Eis ab. Das Licht würde daher sowieso bald zugedeckt sein. Vielleicht war das der ursprüngliche Grund für das fehlende Licht und dann ist man einfach dabei geblieben. Viele Rucksäcke haben einen rautenförmigen Aufnäher mit zwei Schlitzen. Der soll nicht nur hübsch aussehen. An ihm kannst du verschiedene Dinge wie eine Wasserflasche oder ein paar Schuhe befestigen. Das ist beim Wandern durchaus praktisch, dann hast du nämlich die Hände frei. Die brauchst du ja schließlich, um dich gegen die Bären zu wehren.